Keiner hat damit gerechnet. Diesen Satz hören wir immer wieder, wenn wir Ersteindrücke und Reviews sehen zu Arena Break und Infinite, dem Max-Faction-Loot-Shooter-Spiel von Morphin Studios, Tochterunternehmen von Tencent Games, größte Spieleentwickler der Welt. Und ja, sie haben damit ein krasses Game auf die Bühne geworfen. Zur Beta hin scheinen sie wirklich in der obersten Liga mitzuspielen. Sie haben wirklich nur wenige Wochen vor Beta-Release überhaupt angekündigt, dass dieses Spiel erscheint, was eben entsprechend dann so viele Leute überrascht hat, dass es dann auch noch so gut geworden ist. Also Map-Design-technisch beispielsweise, die Maps sind so gut durchdacht, also designtechnisch absolut klasse, rein technisch natürlich auch. Die Spieler können einfach mit hoher Performance und guten FPS-Werten zocken. Rein spielerisch ist es so, dass alle klassischen Elemente eines Extraction-Loot-Shooters drin sind. Es wird hier sehr viel mit Escape from Tarkov verglichen. Allerdings ist es so, dass diese klassischen Elemente durchgehend verbessert wurden, also eine bessere Zugänglichkeit bieten, zum Beispiel eine Ingame-Map, dass man sieht, wie viel ein Item wert ist und so weiter, welche Munition man braucht. Neue Spieler bekommen ein Tutorial, werden dann in die Hand genommen, werden ihnen mitgeholfen, sich in dieser komplexen Welt schnell zurechtzufinden, Spaß zu haben. Aber auch alte Hasen bekommen jetzt bereits einen Ausblick, wie viel Grind dahinter steckt, wie viel man machen kann und tun kann. Und das Ganze klingt einfach zu schön, um wahr zu sein, denn es gibt tatsächlich auch zwei große Probleme, warum die Leute jetzt noch nicht hundertprozentig der Meinung sind, dass Extraction Looter-Shooter-Genre in Zukunft von Arena Breakout hundertprozentig dominiert wird. Denn zwei große Hindernisse stehen noch im Weg. Das erste sind die Plagiatsvorwürfe und das zweite ist die Monetarisierung. Naja, was die Plagiatsvorwürfe angeht, dazu will ich jetzt gar nicht viel sagen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Da müssen Leute mit sehr viel Insiderwissen rangehen. Es gibt Vorwürfe von BSG, also von Tarkov, dass da Assets geklaut wurden. Und on top gibt es noch die Gerüchte, dass diese Firmen mal zusammen gearbeitet haben. Also, dass sozusagen es eine Zusammenarbeit gab und BSG freiwillig diese Assets übergeben hätte, weil ein Sequel produziert werden sollte und so weiter. Also, das ist aber etwas, womit ich mich hier überhaupt nicht beschäftigen will. Das beobachten wir aber weiterhin. Und wenn es da News gibt, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Das zweite ist aber die Monetarisierung. Und hier ist es so, dass das Spiel Free-to-Play werden soll. Und genau da kommen die Sorgen der Spieler, wenn es Free-to-Play wird, kommen dann Pay-to-Win-Elemente rein und könnten diese Elemente das Spiel komplett versauen. Ich glaube, das ist momentan die allergrößte Sorgen unserer Spielerschaft. Um hier etwas Klarheit zu bekommen, haben wir drei Dinge gemacht. Zuerst haben wir uns angeschaut, was ist eigentlich in der Mobile-Version an Monetarisierung drin, wie machen die das? Dann haben wir ein Interview gesehen von Brian, dem Chief-Entwickler, bei Morphin Studios, der ein Interview gegeben hat für Landmark, einem Escape from Tarkov Creator, einem der allergrößten. Und wir haben uns einen Stream von Ice Stream, also beziehungsweise ein Video von Ice Stream angeschaut. Und dieser Kollege ist auch ein langjähriger Creator von Abi, beziehungsweise von Arena Breakout. Und er hat nochmal ganz genau erklärt, was seine Ansicht zu der Sache ist, wie er die Monetarisierung bisher empfunden hat und was es mit diesen Pay-to-Win-Vorwürfen auf sich hat. Fangen wir mit dem Kommentar von IceStream. Ich verlinke euch natürlich die Originalvideos unten, denen das interessiert. Er erklärt jetzt zuerst am Anfang mal, wer er ist und was er überhaupt mit Arena Breakout zu tun hat. Early access invite. I was playing a different game and they invited me to try the game out. I wasn't really a fan of slower games. I came from a battle royale fast game, so I was like, I'm not sure about this one, but my game was dying, so and I was looking for other options and I played the game. I loved it straight away because I'm a guide maker, I'm a teacher. That's what I do for Arena Breakout. IceStream hat einen Battle Royale gespielt, also damals gestreamt oder ein Content Creator dafür. Das Spiel war so mehr oder weniger am Sterben. Danach hat er ein Angebot bekommen von Tencent Games, das Spiel mal ausprobieren. Und seitdem ist er jetzt seit 14 Monaten Partner, also Content Creator bei Morphin Studios und macht seitdem Content, kennt sich also gut aus in dem Bereich. Er sagt, was ihn am meisten interessiert hat, war halt die Tiefe im Vergleich zu einem Battle Royale, wie tief man in dieses Genre einsteigen kann, wie viel Spaß es macht zu lernen und auch Leuten Dinge zu erklären. Meeting with not just the players, so the players know what's happening all the time, the bugs, the fixes, the hacker situation, events, they're just constantly announcing so much on Discord and on Twitter, so not only that. Im nächsten Abschnitt sagt er, dass die Kommunikation der Entwickler eine sehr, sehr offene ist. Also sie verheimlichen nichts, sie reden sehr viel mit der Community, sie wollen Feedback einholen, sie reden mit den Creators, sie haben sozusagen auch Talk-Sessions auf den Discords, wo sie Feedback einholen und wieder geben. Sie wollen sozusagen wissen, was in der Community passiert, hören da drauf und ja, entsprechende Entscheidungen werden wohl daraufhin getroffen. Also er sagt, was den Punkt angeht, scheint die Kommunikation sehr, sehr gut zu sein. Und das ist auch der perfekte Zeitpunkt, nur rüber zu zwischen zu Brian, dem Chief-Entwickler hier bei Morphin Studios, der ein Interview für Landmark gegeben hat, auch das Video natürlich unten in der Beschreibung. Und er zeigt jetzt sozusagen seinen ersten Kommentar zu den Microtransactions. Feel free to ask me any question you have about Arena Breakout Infinite.
Oh, look at this. They structured this nicely. Just like the mobile version, Arena Breakout Infinite is a free-to-play game, allowing easy access for interested players. While there are paid content options in the game, we understand the concerns regarding pay-to-win models. However, it's important to note that these paid features and systems have undergone extensive player testing and have received positive feedbacks in the Arena Breakout mobile version. Man muss hier dazu sagen, dass die Fragen von Landmark natürlich vom Englischen ins Chinesische übersetzt wurden und dann entsprechend der Chief-Entwickler auch die Sachen von vom wieder in Übersetzung sozusagen zurückgeben musste. Entsprechend gehen da ein paar Phrasen wahrscheinlich verloren. Deswegen will ich auch nicht zu viel von dem Video zeigen, euch kurz zusammenfassen, was er gesagt hat. Und zwar betont er an dieser Stelle nochmal, dass das Spiel Free-to-Play ist und bleiben wird. Genau wie die Mobile-Version ist es so, dass sie bereits Erfahrungen gesammelt haben, dass Microtransactions drin sind und funktionieren, dass sie aber den Skill des Spiels und des Spielers nicht beeinflussen sollen, dass es sozusagen Elemente sind, die Convenience, also sozusagen Bequemlichkeiten und Vorteile bieten in anderen Aspekten, so dass sie den Spielfluss nicht beeinflussen sollen. Und sie sagen auch, dass sie bisher in der Vergangenheit, also wer es nicht weiß, Arena Mobile gibt es jetzt seit 1,5 Jahren, positives Player-Feedback bekommen haben, was dieses Transaktionssystem angeht. Speaking of contents and updates, let me just make one thing clear. Everything in the game is absolutely free. Maps, modes, events, guns, heals, gear, everything. Like, everything is free. Nothing is behind paywall. So if you... iStream fasst das an dieser Stelle nochmal ein bisschen konkreter zusammen und er betont, dass alles kostenlos ist. Wichtig ist hier, dass wir anscheinend keine Elemente im Mobile Game haben, die hinter einer Paywall versteckt sind. Also es gibt ja Spiele, wo man sozusagen Geld bezahlen muss, um gewisse Dinge zu erreichen, die ja sozusagen nur exklusiv für bezahlende Spieler da sind. Und hier ist es so, er betont, dass alles, also Waffen, Modi, Spiele, Events, es gibt sehr, sehr viele Events, also jede Woche startet wohl ein Event, dann gibt es große Events, die jeden Monat starten und so weiter. Hätte ja sein können, dass diese Teilnahme an diesen Events Geld kosten oder dass man Spezialwährungen braucht, um daran teilzunehmen. Das ist nicht der Fall. Also alles, das ist frei, auch jede Waffe im Spiel ist frei verfügbar. Es gibt Gerüchte über den Secure-Container, dass man diese nur mit einem Abo-Modell kaufen kann, das stimmt auch nicht. Es gibt tatsächlich Abo-Modelle, ich meine 3, 6 und 9 Euro, mit denen man einen Secure-Container tatsächlich im Mobile, in der Mobile-Version monatlich erwerben kann. Allerdings ist es so, dass dieser Secure-Container auch erspielbar ist. Also ist auch hier sozusagen eine Convenience, eine Bequemlichkeitssache. Also wenn man möchte, kann man komplett Free-to-Play bleiben in der Mobile-Version und alles erspielen. Also es ist nichts sozusagen separat hinter einer Paywall versteckt. Monetization / Pay-to-Win. Right, okay. The devs don't hide anything. Everything that you see is there. They don't hide the fact that they have microtransactions. Everybody knows it. Den nächsten Abschnitt finde ich besonders interessant, weil hier redet er konkret über Pay-to-Win und er sagt, dass die Entwickler nichts verstecken. Also es ist nicht so, dass man in 1000 Untermenüs reingehen muss, um irgendwo irgendwas zu finden, was sozusagen dann Geld kostet, versteckt ist, oder dass man irgendwelche Dinge freischalten muss, um dann zu dem Bereich zu kommen, wo man etwas freischalten kann für Geld. Das ist alles komplett einsehbar und es wird direkt gezeigt, was Geld kostet und was man kaufen kann. Dazu gehören, wie er betont, Coins, also die Ingame-Währung in Arena Breakout und auch in Arena Breakout Infinite. Dazu gehören Waffen, komplette Waffensysteme mit Attachments und so weiter und so fort. Und dazu gehören komplette Loadout-Kits, also Items und Ausrüstungsgegenstände, die man ebenfalls mit Geld kaufen kann. Das heißt, man kann mit Echtgeld momentan sozusagen in diesem Spiel instant reich werden. Das scheint gar kein Problem zu sein. I spend money in a game, but I can lose it instantly. So I bought, because I look, a bit of background about me, I make content for the game and I have multiple accounts. One of them is my main account with all the skins and stuff, and that's my pay to donate account, because that's when I donate the gear that I buy and lose anyway. That's like my pay to donate, pay to play account. And I have other accounts where it's like pure F2P series challenges where I don't spend money in the game and then I grind how normal players, normal, non-spender players play the game. Wie er jetzt mit dieser Situation umgeht, ist folgendermaßen. Er macht das so, dass er mehrere Accounts hat. Er hat einen Hauptaccount sozusagen und da steckt er Geld rein. Das geht aber auch darum, dass er an diesem Account sozusagen die offiziellen Turniere spielt, weil er da die Skins hat für seine Charaktere. Er hat da sozusagen ja die ganzen Cosmetics drin und so weiter. Und er nutzt natürlich auch für seinen Content, also wenn er Videos macht, eine neue Skin präsentiert, so ähnlich wie in COD, wenn neue Skins kommen, dann muss er natürlich diese Skin kaufen. Und das macht er eben auf diesem Hauptaccount. Da kauft er die Skin, macht ein Video,
dazu und so weiter. Auch ist es so, dass er dann in seinen Streams Geld ausgibt für irgendwelche Kids und dann die Runden reingeht und stirbt. Und das sieht er deswegen als Donation an für den Spieler, der ihn gekillt hat, der dann richtig geiles Gear bekommt, was er sozusagen mit Geld bezahlt hat und in dem Sinne dann donated, also sozusagen durch seinen Tod verschenkt. Seine normalen Accounts, aber mit denen er spielt, also mit denen er sozusagen im Alltag in die Runden reingeht, das sind die Free-to-Play-Accounts. Finde ich ganz interessant, dass er das so unterscheidet. Also er hat mehrere Accounts und die Free-to-Play-Accounts, die nutzt er zum Zocken selbst, weil er sagt, dass er da sozusagen das eigentliche Gefühl von Arena Breakout drin hat und auch da keinen Grund sieht, Geld zu investieren. Also die spielt er die Runden ganz normal, er farmt sein Geld normal und er baut sich Equipment. Du kannst in dem Spiel tatsächlich über den Flea Market jedes Equipment kaufen, was du magst, genauso wie in Tarkov, das ist praktisch alles freigeschaltet. Solange man die Händler noch nicht auf Level hat, muss man halt höhere Preise zahlen. Aber man kann entsprechend alles kaufen, was man möchte. Wenn man die entsprechende Währung hat, das ist ein Klick. Es geht sozusagen genauso schnell wie jemand, der Geld bezahlt und einen Klick im Shop ausgibt. Genauso geht das für die Free-to-Play-Spieler auf dem Flea Market. Man braucht nur die Coins, die man aber mit etwas Erfahrung gut farmen kann, wie er sagt. Und so ist sein Alltag, dass er diese Free-to-Play-Accounts nutzt und gut damit klarkommt. Außer eben, wenn es an Turniere oder irgendwelche öffentlichen Events geht, da muss er auf seinen Main-Account, wo Geld drin steckt, wechseln. Was ich jetzt auch spannend finde, ist, dass er sagt, dass er den Frust einiger Leute aber auch jetzt versteht, die sagen, okay, du kaufst dir dann für ein paar Euro direkt die Währung und hast direkt das Geld parat, was ich mir aber einen ganzen Tag lang ergrinden muss, bis ich 1-2 Millionen Coins zusammen habe, das machst du dann in einer Minute, indem du einfach irgendwelches Geld überweist und dass da eine gewisse Frustration aufkommt. Dazu sagt er Folgendes. Zum einen, das Geld kann sofort wieder weg sein, also es ist sozusagen jeder seine eigene Verantwortung, ob er wirklich Geld für sowas investieren will, was man nicht auch spielerisch freischalten kann, ob es nicht vielleicht sogar mehr Spaß macht, weil das der Sinn des Spiels ist, diesen Grind zu erleben. Und auf der anderen Seite ist es so, dass auch die Spieleentwickler versteht, die Geld machen müssen. Das ist jetzt ein interessanter Punkt, weil er sagt, das Ganze ist ja im Grunde genommen eine Militärsimulation. Ähnlich wie in Tarkov könnte man sich ja nicht vorstellen, dass die Call of Duty-mäßig plötzlich mit irgendwelchen Drachen, Engels, Katzen oder Hundeskins ankommen. Das passt einfach nicht ins Game. Und solche Skins, die würden entsprechend viel Geld bringen. Aber sie würden auch das Gefühl des Spiels, diese militäre Simulation, komplett zerstören. Wir sehen das in Tarkov, die haben auch versucht, Skins reinzubringen, aber sehr, sehr minimalistisch. Da hat man natürlich eine sehr große Einschränkung. Das heißt, diese einfachen Skins sozusagen zu verkaufen, reicht bei weitem nicht, das Spiel zu monetarisieren. Das heißt, sie müssen sozusagen andere Wege finden, Geld zu machen. Und da ist nun mal durch die hohen Spielentwicklungen, Kosten und so weiter, es kommen ja diese Events und das Ganze drumherum, was noch da passiert, so viele Kosten zustande, wie er sagt, dass eben die Monetarisierung dann andere Wege finden muss. Und das ist nun mal der Direktkauf von Waffen, Kids und der Ingame-Währung. It's skill. You still need brains to play the game. Best gear doesn't make you immortal. In fact, that particular day, the video is called 3.5 million loot in Armory gone wrong. You know, even though that I had the best loot, I was still getting slapped. Like, I tried. Look, skill issue, I don't care. Call me whatever you want. It just is what it is. But yeah, I just wanted to talk about that because there's a lot of PC content creators that are wondering what's the monetization system gonna be like. I don't know. I don't know what the Arena Breakout Infinite monetization is gonna be like on PC, but if the model is gonna be the same from the mobile version, then I'll speak from experience, right? Go come and watch my streams. Whenever I play on my pay-to-play account, just go and watch my streams and see how profitable I make my spending to be. I swear I play better with shit gear. I'm not even gonna lie about it. I do have skill issues a lot of the time, but look, I'm just having fun anyway. The best players out there don't bother buying money. Seriously. I know some of the best players in the game right now, free to play. It's because like players like that just don't need to spend money in the game. But if they do, they have the option. It's more like pay for convenience, really. But I do understand the frustration. Let me clarify to you guys that when I first heard about the money transactions in the game, I was alarmed. I was like, shit, is this gonna sink the game? But it hasn't, it didn't. At the end of the day, people still play like it is. I don't really hear pay to win comments or frustrations or complaints from the player base. I have one of the biggest streams in Arena Breakout Mobile, and
I don't see people saying, oh, he's paid to win. I don't see many of that. Because people do understand that it's a skill-based game and you need brains to win it, not just the best gear. Ich habe den Abschnitt mal so laufen lassen, weil ich glaube, dieser Abschnitt ganz gut rüberbringt, wie er so empfindet und was so seine Erfahrungen sind in den letzten anderthalb Jahren, dass die Community, so wie er es sagt, diese Pay-to-Win-Aspekte eben nie zum Thema gemacht hat, weil jeder versteht, dass Skill eben das Entscheidende ist und dass man Geld ausgeben kann, um sich sozusagen Zeit zu erspielen und so weiter, gar keine Frage. Aber ja, es ist kein Thema. Natürlich gelten auf dem PC nochmal andere Regeln und ich hoffe, dass es den Entwicklern auch bewusst und dass es entsprechend angepasst wird. Aber das ist erstmal eine ganz interessante Aussage, so wie seine Gefühle sind und sein Eindruck von dem Spiel, der Monetarisierung und dem Game an sich. Ganz witzige Anekdote noch an diesem Punkt. Er sagt, er selber spielt sehr, sehr gerne die MP5 mit der Dum-Dum-Munition. Das ist sozusagen eine Munition, die sehr, sehr hohen Fleischschaden hat, aber die Rüstungen nicht durchdringt. Also sind Level 0, Level 1 Munition. Und ja, mit dieser Munition und der MP5, die 17.000 in der Mod kostet mit dem Schalldämpfer, schießt er eben auf die Beine der Spieler. Das ist ähnlich wie in Tarkov, die als Stilek-Meter ganz groß war. Die gibt es hier komplett. Und damit kann man Spieler legen, wenn man einigermaßen geschickt ist, die auch sehr, 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 sehr krasse Rüstungen haben, Stufe 6 Rüstungen, Helme und so weiter, kann man damit problemlos legen. Das heißt, zu jedem hohen Tier-Level sozusagen gibt es auch wieder einen Konterpart, der das kontert, was sehr, sehr interessant ist. Und so kann man sozusagen auch mit schlechtem Gear starke Spieler legen und umgekehrt. Also das ist sehr, sehr interessant, dieses Konzept. Wir werden sehen, ob das alles so übertragen wird auf dem PC. Aber wir haben bereits in der Beta gesehen, dass die Dum-Dum-Munition vorhanden ist. Probiert das mal aus. Spielt mal die MP5 mit Schalldämpfer und Dum-Dum. Das ist eine lila Level 0 Munition. Super witzig. Denkt dran, nicht auf die Rüstung zu schießen, sondern unbedingt auf die Beine oder eben auf die nicht gepanzerten Körperteile. Arena Breakout Mobile has been in the market for over 1.5 years, accumulating more than 100 million registered users worldwide. Wow. Similarly, our PC version adheres to the principles of continuous operation and long-term service to players. However, please note that the current beta test version is still in the early stages of game development with limited available maps and gameplay content. In this beta version, you may encounter certain issues related to quality, optimization, or stability. However, we want to assure you of our strong commitment and confidence in the development and long-term operation of the PC version. We will continuously optimize and update the game based on player feedback and market demands, gradually introducing more exciting game content in the future. Brian betont in dem Video, in dem Interview mit Landmark nochmal, dass Player Feedback eine große Rolle spielt. Und ich glaube, hier spielen wir wieder auch eine große Rolle, dass wir den Leuten Feedback geben. Wer Zugang hat zu einem Spiel, kann oben ein Feedback-Formular ausfüllen. Da könnt ihr reinschreiben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, wovor ihr auch Angst habt, was reinkommt. Sie wollen das ja wirklich wissen. Auch im Discord selber könnt ihr Support-Tickets schreiben, ihr könnt Feedback abgeben. Die Leute sammeln das ohne Ende und ich glaube momentan, dass Morphin Studios da auch großes Interesse daran hat, so die Gefühle der Spielerschaft mitzukriegen. Es ist ja auch länderabhängig unterschiedlich, wie zum Beispiel ein Deutschland, eine Türkei, ein Frankreich, USA oder Singapur empfindet, weil ja jede Spielerschaft auch von der Mentalität her komplett anders ist. Also zum Beispiel, was sind die Sorgen speziell in Deutschland, was jetzt diese Monetarisierungspunkte angeht. Ich selber finde, was wir heute gehört haben, sieht erstmal sehr interessant aus. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall Leute geben, die damit nicht klarkommen werden, wenn es so kommen sollte für die PC-Version. Aber ich glaube auch, dass viele Leute damit klarkommen werden. Es bleibt spannend, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich bin sehr, 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 sehr auf den Release gespannt. Vielleicht gibt es vorher nochmal eine Open Beta. Auf jeden Fall jetzt in der Closed Beta wird es auch nochmal Twitch-Drops geben. Und ja, wir hoffen auf weitere Informationen, dass sie möglichst früh sagen, wie diese Umsetzung auf PC konkret funktioniert und wie da die Monetarisierung aussehen soll. Leute, Daumen sind gedrückt, dass wir vielleicht bald einen weiteren coolen Extraction-Loot-Shooter auf dem Markt haben mit ganz, ganz großem Potenzial und guter Einsteigerfreundlichkeit. Das ist eigentlich das, was wir momentan brauchen. By the way, Delta Force startet ja auch im Juni dann in die Alpha. Und auch dieses Spiel, wer es nicht wusste, ist von Tencent Games. Es ist ein bisschen casual-artiger, also so ein bisschen mehr
Richtung DMZ orientiert, aber hat auch so deep Mechaniken wie komplexe Heilungssysteme oder auch ein Hideout, was man ausbauen muss, ein Gym und so weiter. Also auch da geht's ab. Ich zeige euch hier nochmal das Video, wer Delta Force nicht kennt, guckt sich auf jeden Fall an. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Könnte auch ein ganz großer Banger werden, weil es für alle Plattformen mit Cross-Progression und Crossplay rauskommt und von derselben Firma kommt. Wer weiß, was da die Strategie ist. Also abgefahren. Es bleibt spannend. Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bleibt sauber und gesund. Ich sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.